Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Das Reiter und wir sind in Folge 106 von Avorion. Ja, da schauen wir doch mal wieder rein. Wir sind jetzt hier an der Station. Ich klicke da mal drauf und wir gucken noch mal in die Station rein. Vielleicht gibt es ja noch was Schickes, Neues für uns. Ausrüstung, Handeln und 847. Aber ich glaube, das Entscheidende hatten wir ja weggekauft, oder? Das dürfen wir alles nicht. Hier gibt es noch zwei Xanion-Geschütztürme, die allerdings nicht die schöne Sachen sind, sondern nur das. Und hier gibt es nach unserem Dingens, Ausflug in die Pause, auch nichts. Gut, okay. Dann hatte ich gesagt, wir müssen unser Schiff vergrößern. Das sollten wir dann erstmal tun. Und ja, dann schauen wir, dass wir diese Transportergeschichte da dran kriegen. Ne? Alles klar. Dann würde ich sagen, nach dem Intro legen wir los. Bis gleich. So, wir sind hier ganz in der Nähe. Das macht vielleicht auch Sinn, hier zu bleiben, um einfach dann vielleicht noch Personal kaufen zu können. Uns fehlen ja hier, das ist ein Transporterblock, aber dir fehlt ein Transporter-Software-Upgrade für einen voll funktionierenden Transporter. Das müssen wir dann noch machen. Wir brauchen aber insgesamt Größe, Fläche, Kapazität und ja, da müssen wir mal gucken, was wir da machen. Ne? So, meine Bauweise ist ja bekannt. Nicht so dolle, ne? Finden manche. Andere finden das vielleicht doch ganz schön. Ich weiß nicht, jeder hat da seinen Baustil halt, ne? Ich mache mal diese Platte hier weg. Und die auch. Und dann mache ich wieder meine Containerbauweise weiter hier. Ich finde die ganz cool. Wir haben hier ein neues Xanion, aber nicht mehr ganz so viel. Noch nicht ganz so viel, ne? Generator, Energiekonten. Haben wir, machen mal besser hier das auf und gucken mal, was es hier so gibt beim Xanion, oder? Darunter ist ja schon das nächste. Orgonit, ne? Genau. So, Hülle ist klar. Triebwerke, was ist das hier? Frachtraum, Quartiere, Korrekturdüsen, gerichtete Korrekturdüsen, Gyros. Ja. Geschützturmbasis. Der Block kann speziell Design für Geschütztürme speichern. Ein Geschützturm, der auf diesem Block gebaut wird, kommt dann das gespeicherte Design. Muss im Geschützturmdesign-Modus kreiert werden. Basis für Geschützturmdesign, gute Reduktion von Kollisionsschäden. Okay. Schildgenerator, Torpedolagerraum, Torpedorampe, Xanion-Produktion. Okay, da müssen wir auch mal drüber nachdenken. Ne? Flugschreiber, Geschützrotationsfixierer, dann bleibt das Geschützturm, glaube ich, standhaft. Xanion-Dock. Da kann man dann andocken. Hangar, Energiecontainer, Generator, Integrationsfeldgenerator, Computerkern. Das ist eigentlich das, was wir jetzt eigentlich nur so brauchen, auf Deutsch gesagt, ne? Wenn ich den doch jetzt mal hier so... Warte mal, lass uns mal das Gitter hier einmal anbauen. Jetzt nehmen wir den Computerkern. Wo ist er? Da ist er. Kopieren den mal gerade. Steuerung C, Steuerung V. Und gehen jetzt wieder auf unser Zeug hier und gehen auf den Computerkern und dann ist der wahrscheinlich zu groß, den dahin zu bauen, ne? Genau, 2200 sonst was. Machen wir mal den kleiner. Computerkern. Sehe ich da rechts irgendwas? Hülle 40 HP. Bremsverzögerung wird schlechter, Raulen wird schlechter. Rechenleistung nimmt zu. Energie brauchen wir mehr, würde aber noch reichen. Hyperraum-Cooldown nimmt leicht zu. Ich weiß nicht, ob der mir jetzt die Rechenleistung hier beim die Plätze hier erweitert hat. Nö. War jetzt nicht so das Ding, dass ich das brauche, ne? Dann wollen wir den auch wieder entfernen. Den entferne ich auch mal gerade. Das hat also nichts gebracht erstmal, ne? Wir gucken erstmal bei Trinium nochmal rein, ne? Da haben wir mehr von. Gibt es einen Computerkern auch tatsächlich? Warte mal, dann lass uns doch hier so einen kleinen bauen.
Wo ist denn hier so ein Gitterblock? Da. Steuerung C, Steuerung V, ne? Haben wir. Dann auf den Gitterblock, passt schon. So, so und so. Das geht erstmal. Dann baue ich da noch einen hin. Und da noch einen hin. Und da oben haben wir unsere Flanke offen, ne? Jetzt neuerdings. Da hätte jemand einen Spiegel angemacht, ne? Wäre vielleicht sinnig gewesen, oder? Jetzt haben wir das erstmal geschafft. Jetzt bauen wir den hier. C, V. Und Computerkern. Und jetzt bauen wir da erstmal ein paar dran. Habe ich jetzt den Computerkern ausgewählt? Ne, Gero Phalanx ist das. Computerkern hätte ich gerne gehabt. Ich brauche jetzt nicht einen Computerkern, passt. 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 Stromtechnisch ist es wohl noch gut. Passt. Er meint, wir brauchen Mechaniker. Machen wir das hier gerade weg. Und machen wir gerade hier eine Spiegelachse an. So, jetzt fehlen uns die Mechaniker. Aber ein Platz hat es mehr gegeben. Wow. Das hier ist die Transporter-Software. Die packe ich da jetzt mal rein. Geht das? Du kannst die Subway nur fest installieren, okay? Fest installiert. Fertig. Ist das Gelbe jetzt weg? Ja, tatsächlich. Gut, jetzt brauchen wir nur Mechaniker. Escape. Aus dem Baumenü raus. Erstmal gucken, wo es die Mechaniker gibt. Ich müsste natürlich das Schiff eigentlich jetzt, ne? Sag schon, warte mal, das ist jetzt schon ein klein bisschen mehr geworden, ne? Der Traktorstrahl könnte jetzt funktionieren, tut's aber gar nicht. Ich drücke F, aber der Traktorstrahl funktioniert nicht. Das ist ja auch cool, oder? Ja, jetzt habe ich einen Traktorstrahl, der nicht funktioniert. Auch cool. Jetzt bin ich gedockt. Jetzt packe ich da erstmal die. Ach so, weil wir wahrscheinlich keine Mechaniker haben. Deswegen geht er nicht. Crew anheuern. Das sind Mechaniker. Ne, das sind Ingenieure. Das sind Mechaniker. Und wir brauchen 7 Mechaniker. Anheuern. Fertig. Jetzt fliegen wir mal rückwärts. Oh, rückwärts geht gar nicht, ne? Korrekturdüsen gleich 0 oder wie ist das? Ja, jetzt müssten wir mal gucken, wie weit müssen wir wegfliegen, dass der Traktorstrahl nicht mehr geht. Oh, 85, schau her. Da gibt es jetzt keinen Traktorstrahl. Okay, dann drehen wir mal das Ding um, wie es sich ja super hier blinken lässt. So, jetzt müssen wir mal rausfinden, wann funktioniert 2,5. Zwei nicht. 1,5 auch nicht. Da irgendwo. 1,34, 1,35 geht noch, 1,36 geht noch, 1,37, 1,38, 1,39, 1,40, 1,41 war gut.
Und macht das? Nee, er geht nicht dran damit. F. Ah, was da oben steht, ist auch wieder geil. Es wählt uns ein Unteroffizier. Haben die Unteroffiziere da? Nein. Das bedeutet, wir stecken einen Unteroffizier von Hand hier rein. Aus den 7 Besatzungsmitgliedern hier oben. So, und jetzt geht der Traktorstahl trotzdem nicht. Ja, das ist natürlich eine tolle Sache. Wir haben das jetzt richtig schön eingebaut hier, ne? Und geht leider nicht. Dockabstand 1,3 Kilometer, Festinstallation Boni aktiv, fest kann nur fest installiert werden. Software für Transporterblock auf dem Schiff ist benötigt. Software für Transporterblöcke. Ja, weiß ich jetzt nicht, was ich tun muss, damit es geht. Vielleicht ist ein Bug, vielleicht auch nicht, aber ist jetzt auch nicht so schlimm. Wir haben es erstmal. Ich würde sagen, wir basteln dann nochmal gerade unserem Schiff weiter, weil uns fehlt ja hier, sag schon, noch ein bisschen Schutz an der Seite wieder, an den Flanken. Jetzt müssten wir nur gucken, was wir da reinbauen, ne? Trinium und Panzerung. Ich würde jetzt tatsächlich noch ein bisschen was dazu bauen wollen. Und zwar, wir rotieren ziemlich schlecht. Wenn wir den erstmal nehmen. Aber lass uns mal hier unser Lieblingsthema machen, Gittersteine. Gerüst haben wir. Passende Größe ist auch. Gerüst ist es auch noch. Dahin. Dahin. Dahin und dorthin passt dann erstmal. Dann würde ich hier oben noch was hinbasteln. Einmal da und einmal da oder da. Ich glaube eher da. Da. So, da haben wir Andockpunkte gemacht. Das ist gut so. Hier hinten könnten wir eigentlich auch noch zwei machen. Ja. Okay, jetzt müssen wir schauen. Wir brauchen erstmal neue Energie. Ein Generator. Steuerung CV. Und dann auf Generator umschwenken. Passt. Energie erhöht genug. Dann würde ich sagen, Energiecontainer. Machen wir hier auch noch welche hin. Damit wir mehr speichern können. Das ist auch gut. Und jetzt. Oh, ich sehe schon, die beiden sind schlecht gelaufen, ne? So sehen sie besser aus. Energiecontainer stehen auch. So, und jetzt wollen wir noch hier diese Korrekturdüsen. Ne, Gyrophalanx ist gefragt, ne? So, jetzt hier den machen, dass der so dreht. Warte, wie war der untere hier? Rollen macht er sozusagen. Jetzt machen wir hier noch einen, den wir allerdings drehen. Und zwar so, genau. Und jetzt fehlt uns noch das Horizontale, glaube ich, ne? Das heißt, ich muss den so kippen, ne? Genau. So, jetzt machen wir mal raus. Und jetzt gucken wir mal. Ja, ist nicht schlecht. Geht auch. Und ich glaube, so könnte ich es jetzt aussehen, dass das auch einigermaßen funktioniert, ne? Geht. So, jetzt ist noch interessant, dass wir vielleicht hier noch zwei Triebwerke dran basteln. Zack.
Jetzt haben wir das erstmal. Die Bomben da oben sind natürlich schon krass, oder? So, jetzt diese beiden hier wegbauen. Und was machen wir jetzt dann, ne? Ah, hier erstmal Ingenieure brauchen wir, ne? Ja. Hier würde ich jetzt auch noch gerne was anderes basteln, nämlich eine Panzerung. Panzerung in einer gewissen Form brauche ich die jetzt allerdings. Ich glaube, dieses wäre ganz cool. Mach das mal weg. Jetzt müssen wir das nur dementsprechend anpassen, ne? Ja, das ist schon mal ganz gut, finde ich. Nee, das ist dann. Zack, das müsste ja da auch sein, ne? Ja. Sehr gut. So gefällt mir das erstmal. Und hier jetzt brauchen wir noch ein weiteres Schild, aber Dings. Ist da noch was anderes? Ne, ja, ist schon das sowieso das Richtige, ne? Nur wir müssen es passend verändern. Ah, das war jetzt falsch. Das auch. Den blauen brauchen wir. Gut, der blaue kann jetzt so sein, oder? So, den möchte ich jetzt hier so hinhaben, dass das mit dem anderen ungefähr abschließt. So. Ja, das ist schon okay so, oder? So, Rotation ist blau wieder gefragt, oder? Ich würde den jetzt so anbauen wollen, dass er da mit abschließt. Ja. Und hier jetzt noch. Rollen. So. So. Gut, dann blättern wir mal auf normale Panzerung rum. Ist das jetzt normal? Ja, ich glaube schon, ne? Oh, das passte nicht. Hat er weggemacht, hat er weggemacht. Ist das jetzt... Der Balken ist richtig. Mach mal das wieder aus hier. Und setz den mal so da rein, dass das passt, ne? So. Sieht doch ganz nett aus, oder? Hier lassen wir ein bisschen offen, das muss so sein. Da können wir noch ein paar Geschütztürme vielleicht hinbauen oder sowas, damit da die Flanke geschossen wird. Und dann müssen wir es irgendwann noch verlängern, das ganze Ding, ne? So, was fehlt? Mechaniker fehlen. Gut, das bedeutet hier erstmal raus aus dem Baumenü. Und geschaut, wo hier die Station jetzt rumfliegt. Da. Traktorstrahl. Funktioniert nicht. Wir gehen sofort da rein. Hat wieder gut geklappt. Nein, geht noch nicht. Traktorstrahl geht jetzt gar nicht mehr. Kaputt repariert. So, F docken. Crew handeln. Wir brauchen 8 Leute. Anheuern. Wir brauchen einen von denen. Dann würde ich sagen, machen wir das hier rüber und stellen hier ein Besatzungsmitglied davon ein. Und alles ist gut, oder? Traktorstrahl geht nicht. Ich weiß nicht warum.
Das werden wir dann in der Zeit erforschen, warum es nicht geht. Vielleicht, weil ich da irgendwie was übersehen habe. Können ja mal gerade nochmal hier reingehen und schauen, aber hier ist doch nichts zu machen, oder? Oder ist das zu schwach? Rechtsklick für mehr Optionen ist nur entfernen. Ja, weiß ich auch nicht. Fest installieren geht nicht, weil schon drinne. Müssen wir gucken. Okay, dann würde ich aber sagen, machen wir erst hier einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wer das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.